Eziska, zwei volle Drehtage. Wie hat es Ihnen gefallen? Das war sehr fordernd und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Ich habe den Eindruck gehabt, für jede Antwort, die ich gegeben habe, habe ich gleich zwei neue Fragen mitbekommen. Das ist ja auch meine Aufgabe, dafür bin ich da. Die Gespräche waren auch sehr intensiv. Sie haben sehr Ja. viele Einblicke geboten. Ich habe viele Aha-Effekte gehabt für mich. Vielen Dank dafür. Was nehmen Sie denn mit aus unseren Gesprächen? Ja, wieder eine neue Sichtweise. Ich habe gemerkt, dass einige Fragen in eine ganz bestimmte Richtung gingen, in eine soziologische Richtung. Und es ist wichtig, das Thema auch aus dieser Perspektive zu betrachten. Es ist eine Bestätigung dafür, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir das Thema Digitalisierung nur aus IT- und Codierungssicht sehen. Wir brauchen möglichst viele Sichtweisen. Und jetzt ist es ja so, dass Sie am 16. und 17. März dieses Jahres auch auf dem LATC, Lean Around the Clock, in Mannheim präsent sind. Ja. Da werden Sie ja auf der Aktionsfläche sein. Was erwarten denn die Besucherinnen und Besucher dort vor Ort? Überraschungen, neue Sichtweisen. Ich möchte temporeich mit Wendungen und auch mit einer gehörigen Prise Humor darüber sprechen, wie wir hoffentlich sehr bald wirtschaften, arbeiten und leben werden. Und sollen. Und wer möchte, soll auch. Wunderbar, ich freue mich. Wir werden uns dort wiedersehen. Und ich kann auf jeden Fall alle Besucherinnen und Besucher schon sagen und ankündigen, dass es wirklich zwei tolle Tage sein werden mit tollen Vorträgen, mit tollen Referentinnen und Referenten, auch diesmal auch aus dem Ausland und mit wirklich tollen Aktionen auf der Aktionsfläche, unter anderem mit Herrn Süsker. Vielen Dank dafür, Herr Süsker. Nochmal herzlichen Dank. Ich freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis bald. Bis bald.